Ja, servus Leute, willkommen zu diesem Onscreen-Video. Ja, De'Longhi Fehlermeldung in Anführungszeichen Knight Rider Brühgruppe einsetzen. Sieht so aus, man schaltet die Maschine ein. Ah, und dann okay, sehen wir da hier wir unten. Haben den Knight Rider Fehler. Genau, das Lauflicht, was einfach laut Bedienungsanleitung sagt, dass die Brüheinheit fehlt. Ich bin zuerst von einem Hardware-Defekt ausgegangen, aber es ist ein Software-Defekt. Wobei, ein Defekt ist es nicht wirklich, die Maschine braucht quasi eine Kalibrierung. Und ja, ich habe wohl die Lösung dafür. Und zwar, ich habe einfach mal die Bedienungsanleitungen gewälzt und dabei ist mir eins aufgefallen. Und zwar, ich habe ja beide Bedienungsanleitungen, und zwar einmal von der Facelift-Version, von der EX1 sowie von der alten Version. Und wenn wir jetzt mal in die Bedienungsanleitung der neuen, sprich der Update-Version reinschauen, dann sehen wir, dass es hier wohl einen Übertragungsfehler gab. Man muss ja sagen, De'Longhi hat es 1A dokumentiert mit seinen Fehlercodes. Und den Fehlercode, den wir hier haben, der wird hier quasi beschrieben, ja, Maschine wurde erst eingeschaltet, Brüheinheit ist noch nicht korrekt eingesetzt, man kann aber nichts weitermachen. Wenn wir jetzt aber in die alte Anleitung schauen, und gehen hier zu den Punkten der Fehlermeldungen. Da was. Ich mach das mal groß. So. Und zwar hier, dann sehen wir hier neben, dass hier ein anderer Text steht. Und wenn wir uns den jetzt mal genau durchlesen, heißt es, die Serviceklappe geschlossen lassen. Sprich, das ist die Tür vorne mit dem Kaffeeauslauf. Und die Brüheinheit nicht einsetzen. Das heißt, wir nehmen die Brühe, also wenn ihr den Fehler habt, Brüheinheit rausnehmen. Das ist das graue Ding mit den zwei roten Punkten. Rausnehmen, Tür zumachen, Maschine ans Stromnetz einschalten. Und jetzt kommt der interessante Hinweis. Die Tasten, eine Tasse und zwei Tasten, so lange gleichzeitig gedrückt halten, bis sich die vier Kontrollanzeigen ausschalten. Was passiert, wenn man die zwei Tasten drückt? Das seht ihr in meinem letzten Video. Der Antrieb bewegt sich und ich gehe stark davon aus, dass er sich kalibriert. Erst wenn alle vier Alarme ausgeschaltet sind, kann die Serviceklappe geöffnet und die Brüheinheit eingesetzt werden. Wenn ihr die Brüheinheit drin habt, kann es sein, dass genau das gleiche passiert wie bei mir. Das, was bricht, wobei bei mir könnte das vielleicht noch einen anderen Grund gehabt haben. Das heißt, diese Textpassage fehlt tatsächlich in der Anleitung von der Update-Version, funktioniert aber bei der Update-Version, also sprich bei der Version EX1 bzw. mit dem Eco-Modus. So, wir gehen nochmal in mein Video rein und gucken jetzt nochmal, was ist bei mir passiert. Ich mache nämlich genau das. Ich versuche zuerst die Power-Taste gerückt zu halten, es passiert nichts. Und jetzt passt. So, ich habe in meinem Fall die beiden Tasten gedrückt, der Antrieb bewegte sich. Ich habe aber die Brüheinheit drin gelassen und dabei ist mir das Gehäuse gebrochen. Das Gehäuse gibt es für 20 Euro als Neuteil, also wenn das euch passiert, ist das auch nicht weiter schlimm, man muss halt alles umbauen. Aber das ist wohl tatsächlich die Lösung für den Fehler, Brüheinheit einsetzen bzw. Knight Rider Fehlerbild. Ja, wenn euch die Hintergründe dazu interessieren, geht einfach auf meinen Kanal. Das ist die Dorfgarage in YouTube, ohne die davor, also einfach nur Dorfgarage Playlist. Und dann gibt es hier die Playlist ESAM 3000 BX1. In dieser Maschine, das ist die Update-Version, hatte ich diesen Fehler. Leider habe ich hier was zerstört und habe deswegen nicht weitergemacht. Hier findet ihr aber unter anderem das Video, das die Unterschiede zwischen der alten und der neuen Version zeigt. Das Fehlerbild mit diesem in Anführungszeichen Knight Rider Fehler ist aber mit Sicherheit bei den Maschinen gleich. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auch auf andere Maschinen übertragbar ist, also sprich ESAM 4500 und so weiter. Ja Leute, das war's von meiner Seite. Sprich, man findet natürlich im Internet viel drüber, dass wohl EEPROM kaputt sein soll, soll neu geflasht werden oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass das wirklich nötig ist. Man muss halt mal in die Bedienungsanleitung reingucken. Und ich gehe wirklich sehr, sehr, sehr stark davon aus, dass wenn ihr die Maschine in Anführungszeichen kalibriert mit diesen zwei Tasten ohne Brüheinheit drin, dass er danach wieder funktioniert.
Ja, das war das Schlusswort von mir. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar, lasst ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.